Mega gerne zeige ich dir mein neuestes Hautschätzchen. Und zwar das Puder von Rose King Cosmetic. Habe ich neu entdeckt und bin total begeistert. Ich zeige dir gerade warum. Du hast ein ganz wertiges Druckchen. Ich zeige dir gerade mal. Du kannst es aufschrauben. Dann hast du ein kleines Puderquästchen drin, das du kannst verwenden kannst, um das Puder aufzunehmen und auf die Haut auftragen. Ich zeige dir aber nachher auch noch gerade die Alternativvariante. Das kannst du bei mir noch bestellen, wenn du ein neues Produkt ist. Und jetzt kommt der Clou. Ich liebe die Verpackung. Das heisst, wer es kennt mit den losen Puder, weiss, dass es auch oft in Sauerei geht. Und gerade wenn man es mitnehmen will, in der Handtasche, was ich sehr sinnvoll finde bei diesem Produkt, weil es dich ja von der Sonne schützt und du kannst immer wieder den Sonnenschutz erneuern und auftragen. Und gerade dann ist es unpraktisch, wenn du eine Sauerei hast. Ich zeige dir jetzt, was cool ist an dem. Du hast ein kleines Deckchen. Das kannst du aufmachen, das kannst du wieder verschließen. Und jetzt, das Produkt fliegt nicht raus, wenn du so schüttelst. Das ist unlässig. Also du hast immer eine saubere Geschichte. Alternativ zum kleinen Puderquästchen, das ich dir vorhin gezeigt habe, habe ich dir noch den Pinsel auch von Rose King Cosmetic. Das ist ein veganer Pinsel, wunderbar, softe Bürstchen, also softe Hörli. Und du hast eine super Grösse, um es mitzunehmen. Ich zeige dir, wie du das machen kannst. Du hast es aufklappen und hier drin ist ein kleines Netzli. Das Netzli ist dafür da, dass nicht alles rauskippt und dass du wirklich gut dosieren kannst. Jetzt gehst du so leicht hier rein und dann empfehle ich dir, den Puder wirklich in den Pinsel reinzuschütteln, also zu klöpferle. So hast du eine perfekte Portion. So hast du keine Sauerei, weil du hast das Puder hier drin. Jetzt kannst du so wieder zuklappen. So. Und jetzt tue ich das Puder auftragen. In feinen Bewegungen erneuere ich meinen Sonnenschutz perfekt erneuern und dank der Inhaltsstoffe Kamillenöl und Vitamin E hast du ein total feines, angenehmes Hautgefühl und du hast nicht ein Trockenheitsgefühl. Es ist schön sanft, es tut schön ausgleichen. Ich habe jetzt den mittleren Farbton verwendet für mich. Es gibt einen hellen, einen mittleren und einen dunklen Farbton. Sie tun sich aber unheimlich schön der Haut anpassen. Aber so kannst du mal auswählen, welchen Farbton das für dich geeignet ist. Und dann kannst du gut über eine lange Zeit, auch wenn der Hautton sich ein bisschen verändert, weiter anwenden. Du siehst, das Hautbild ist jetzt schön ebenmäßig. Es fühlt sich mega sanft an. Ich habe es wirklich, wirklich gerne, das Produkt. Und so bin ich jederzeit sicher, dass ich in mir nicht Hautflecken oder Altersflecken, Pigmentstörungen hinzüchte. Und ich bin immer schön safe vor der Sonne, weil ich möchte nicht, dass meine Haut frühzeitig altert. So, jetzt wünsche ich dir viel Spass beim Produkt ausprobieren und hab ganz, ganz, ganz gute Zeit. Ich freue mich, von dir zu hören.